Ich glaube. Oh, cool, es geht sogar. Meine Verbindung geht. Was für eine Verbindung? Wir sind live. Wohin machst du das? Facebook. Ach nein. Doch. Gefahren. Aber irgendwie kommen, also das dauert immer so ein bisschen, bis die Kommentare und sowas angezeigt werden. Ach, sehr witzig. Mhm. Hallo. Ich bin jetzt gerade in der Maske. Und ich darf euch natürlich noch nicht sagen, wofür, aber es macht auf jeden Fall mega viel Spaß. Und ich hoffe, euch geht's gut. Ich war schon länger nicht mehr live und im Moment bin ich auch sehr viel am Drehen, deswegen schaffe ich es nicht so oft, mich zu melden. Aber mir geht's gut. Ich hoffe, euch auch. Die liebe Nina schminkt mich jetzt. Hallo. Ich bin eigentlich schon geschminkt. Aber ich brauche Beschäftigung. Ja, wir haben gerade nichts zu tun. Ich habe gerade schon Kartoffelsuppe gegessen aus Langeweile. Obwohl ich nicht mehr essen wollte. Das sind also hier eigentlich total cool, weil normalerweise kommen da nur böse Smileys, aber jetzt kommen gerade nur Herzen. Oh, das ist ja süß. Ja. Und Daumen hoch. Ja, und Daumen hoch. Ja, seid mal lieber netter, ne? Ich bin in Berlin. Alessio ist auch hier, beziehungsweise der ist im Hotel mit der Nanny. Aber dem geht's gut. Ich denke mal, ich bin auch zurück, bevor er ins Bett geht. Das heißt, ich bringe ihn dann noch schnell schlafen. Soll ich mach ruhig. Ja? Okay. Oder so, stört dich das? Nö. Mich stört's nicht. Ich dachte mal, nur vielleicht. Multitasking-fähig, die Frau. Wir machen alles. Ja. Genau, ich bin wahrscheinlich noch bis Samstag hier und dann kann ich endlich wieder nach Hause. Ich muss unbedingt wieder ein bisschen mehr Sport machen. Ich war jetzt 2 Wochen hier in Berlin. 2 Wochen, ne? Waren wir ja, aber du warst auch fleißig, was den Sport anbelangt. Sind wir mal ehrlich. Ja, aber ich kann ja hier nur laufen. Trotzdem. Ja. Könntest du auch nur chillen. Dafür esse ich aber auch mehr. Wir alle. Manchmal bleiben die Kommentare hängen, ich weiß nicht wieso. Aber jetzt geht's. WhatsApp müssen Campbell mehr, warum? Ich habe dich verraten. Wir haben eben schon mal was gleichzeitig gesagt. Was war denn das? Zu Alessio, ne? Ja. Ja. Wann bist du wieder in Spandau? In Spandau? Ich weiß nicht. Ich war schon mal da, doch, das schon, aber ich weiß nicht wann. Du hast voll die kalten Finger, ist dir kalt? Ja, nee, ich war, glaube ich, draußen. Ich glaubst du? Ja, aber das ist schon eine Weile her. Du bist heiß. Aber Spandau ist ja wo ganz anders. Mhm. Also schon Berlin, aber woanders. Aber ich war da schon mal, glaube ich. Was ist das nicht? Ist das nicht, wo dieser Babelsberger... Nee, das ist Babelsberg. Ah, ja. Du meinst die Studios in Babelsberg. Das sind Potsdam unten. Ah, okay. Und oben in Spandau sind die CCC-Studios. Genau so habe ich auch reagiert, dass es hieß, Nina, du musst nach Spandau hoch. Was? Moment, ich bin sofort wieder da. Aber sonst ist die Lisa, ich kann schon gar nicht mehr reden. Ja, jetzt gehört sie mal kurz mir. Immer. Was ist halt eigentlich für ein Tag? Mittwoch, ne? Mhm. Mittwoch. Was macht ihr denn so am Wochenende? Ist ja bald schon wieder. Ja, ich habe heute auch schon zu essen gesagt. Also wir haben jetzt noch Freikarten, halbes Berghain, ne? Mhm. Wenn ich morgen dann so ein bisschen aufgekratzt bin. Komische Augenfarben bei dir drauf haue. Wenn ich nach Hause komme, mache ich mir erstmal diese Maske. Ich habe voll die Pickel bekommen. Hast du diese schwarze? Geil.
Sabine hat geschrieben, schön, dass du dich mit deiner Visagistin so gut verstehst. Ist ja aber auch nicht schwierig, müssen wir mal ehrlich sagen, sich mit Sarah gut zu verstehen, ne? Echt? Ja. Mir ist voll angenehm mit dir. Oh. Ich find's super. Ich auch. Jetzt werde ich ein bisschen verlegen. So, was macht ihr denn so am Wochenende? Also ich, wie gesagt, bin wahrscheinlich oder vielleicht bis Samstag noch hier. Und dann fliege ich nach Hause und dann habe ich erstmal ganz viele Sachen zu erledigen. Ja, soll ich jetzt was Böses sagen? Was denn? Sarah packt erstmal ganz viele Päckchen aus. Ja, stimmt. Ja, ich habe so viel bestellt in der Zeit, wo ich jetzt hier war. Und das steht wahrscheinlich alles schon bei mir zu Hause vor der Haustür und wartet auf mich. Aber da habe ich was, worauf ich mich freuen kann. Ich freue mich aber auch ehrlich gesagt einfach nur zu Hause zu chillen und einen Tee zu trinken. Und nicht so viel zu essen. Das eigene Zuhause wieder mal. Ja, das stimmt. Genau, und dann fliege ich Samstag zurück. Voraussichtlich. Und dann mache ich erstmal richtig krass Sport, dass ich so richtig wieder ausgepowert bin. Weil hier laufe ich halt nur auf dem Laufband. Und dann mache ich wieder meine Kurse. Und dann werde ich, dann muss ich erstmal Steuerberater und da und hier. Dann werden sind erstmal ein paar und viele Termine und Sachen, die alle auf mich warten. Und dann bin ich nächste Woche am Wochenende in Paris. Ich freue mich richtig. In Paris. Ah, Sarah. Sag mal, oh. Geil. Wollt ihr das auch noch? Voll erwischt. Ja, was denn? Ein bisschen Pixie? Ja, mach mal. Okay, schließen Sie die Augen. Mhm. Ah, oh, das ist so schön, ne? Schön, ne? Das ist richtig erfrischend. Guck, hier sind meine Pickel. Warte, die Kamera macht nicht mehr scharf. Da. Und hier auch. Ich weiß nicht, normalerweise habe ich nie Pickel. Oh. Das ist das Essen. Die kochen ja alles mit Schweineschmalz. Das ist nicht gut. So. Stimmt, das ist bald St. Martin. Gibt es das hier auch? Laterne singen? Ja. Geht ihr da, also wo die Kinder mit der Laterne? St. Ja. Martin, ja. St. Martin. Wann ist das schon wieder? Wann ist denn das? Ich wollte es auf jeden Fall mit Alessio machen. Ich wollte so eine Minute. Du musst einen schnitzen, ne? Schnitzen? Ja. Aus Holz? Nein, ich glaube, das macht man aus einer Zuckerrübe. Nee. Du, vielleicht erzähle ich dir jetzt auch einen übelsten Scheiß, ne? Also bei uns gibt es aus Pappe. Ach echt? Mhm. Warte, ich wollte so eine Minion-Laterne machen. Das ist so ah, mit diesem, ja, mit diesem Stab, ja, rumläuft, genau, ne? Genau. Vor die Türen, dann singt man und dann kriegt man Süßigkeiten. Ich weiß gar nicht, wovon ich rede. Hey, ich komme nicht von hier. Ich habe eine Ausrede. Du kommst aus der Schweiz, ne? Genau. Nee, aber ihr kennt das, oder? Laterne singen. Wenn man St. Martin? Freitag. Wie ist denn? Ihr seht Freitag. Guck, es gibt hier St. Martin. Und was macht ihr? Macht ihr da eine Kraftdings? Ich kenne das, das ist einfach aus Zuckerrüben. Aus Zuckerrüben? Man macht ja aus Sprühdosen. Echt jetzt? Wie geil ist das denn? Ja, ich glaube, man kann. Es gibt ganz verschiedene Arten, wie man so eine Laterne macht. Ja, in dem Fall schon. Ja. Ich wollte mit Alessio so eine Minions-Laterne basteln. Ich bin aber sehr schlecht im Basteln. Ich werde mal schauen. Aber hoffentlich verpassen wir das dann nicht. Ja, so, ich muss wieder los. Ich bin weg. Ich hab euch ganz so lieb und wir hören uns. Ciao.